Herzlich willkommen zum Podcast Living Transformation. Der Podcast für agile und digitale Transformation. Was ist Transformation? Wie kann agile Zusammenarbeit gestaltet werden? Und was bringt Agilität? Diese und weitere spannende Fragen diskutieren wir in diesem Podcast mit unseren Gästinnen. Euch erwarten hilfreiche Erfahrungen aus der Praxis und Einblicke in die Hürden in den Organisationen unserer Gästinnen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Living Transformation, dem Podcast zur agilen und digitalen Transformation. Mein Name ist Mario Brückner und wir haben heute wieder einen Praxis-Podcast. Das heißt, wir interviewen eine Person, die bereits die Living Transformation, die agile Transformation durchführt, Erfahrung da gemacht hat. Und ich bin sehr froh, heute hier Knut begrüßen zu können. Knut ist ein Transformation Owner und er wird uns auch gleich erklären, was das für eine Rolle ist und was besonders an dieser Rolle ist im Zusammenspiel der anderen Rollen und im Zusammenspiel der Living Transformation. Hallo Knut. Knut, was ist denn dieser Transformation Owner? Ist das sowas wie ein Sponsor, den ich aus anderen Transformationen, aus klassischen Transformationen bereits kenne? Wichtig ist ein Sponsor, der eröffnet, sage ich mal, vielleicht eine Veranstaltung und dann war der nicht mehr gesehen und dann kommt er vielleicht nochmal am Ende und schaut, aber irgendwie ist er nicht aktiv dabei und das wollen wir ja anders machen. Mir ist das Thema ja so wichtig, dass ich gesagt habe, wir hatten viele Sachen, Schirmherr, Sponsor, wie soll man es nennen, und dann haben wir eigentlich gesagt, okay, pass auf, du bist ein Epic Owner und zwar im Sinne des Mitnehmens der Leute hier und das ist der Transformation Owner. Das ist eben wichtig, weil wir anders unterwegs sind, weil wir praktisch immer am Puls der Zeit bleiben will. Ich kann reingehen in die anderen Epics. Ich schaue rein, wie ist ein Arbeitsfortschritt. Ich bin ständiger dabei und nicht einfach nur so oben drüber. Und so viel bekomme ich einfach direkter das Feedback mit. Die Leute können auch direkt zu mir kommen. Das habe ich auch gesagt. Das meine ich auch. Und sagen, okay, habe ich noch nicht verstanden, warum, wieso oder was hältst du hiervon? Ja, ohne dass ich natürlich alles im Einzelnen bespreche. Aber wirklich das permanente Dabeisein und auch zeigen, Achtung, uns als Management-Team ist es einfach wichtig, dass wir das hier wirklich ernsthaft durchziehen. Ja, das ist, glaube ich, wichtig, dieses Commitment und diese klare Nachricht von der Führungsmannschaft, aber auch von der Führungsperson, von dir, dass das eine Wichtigkeit hat, dass das überlebenswichtig ist für die Organisation, diese Änderungen durchzuführen, dass sich die Arbeit daran lohnt. Jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, wie ist denn diese Rolle im täglichen Leben ausgeprägt, die Rolle des Transformation Owners? Beispielsweise, wenn wir jetzt mal das TIPE nehmen, das Transformation Increment Planning, der eine Tag, wo im Endeffekt die Grundlage gelegt wird für die nächsten 3 Monate. Was machst du da? Also ohne habe ich zu Anfang ja nochmal erklärt, warum machen wir das und auch die Dringlichkeit. Und dass es eben auch kein Selbstzweck ist, sondern dass wir uns dann nachher versprechen, wirklich noch produktiver zu werden, dass wir noch besser werden. Und ab dann eben ja auch, wie gesagt, die Gruppenarbeit da besucht. Und zu Anfang war es irgendwie so ein bisschen schon eine Aufbruchsstimmung, ja, aber so ein bisschen verhalten, ein bisschen ungewiss, was kommt auf uns zu. Das hat sich praktisch aber in dem Type eigentlich dann auch schon geändert. Und dann wurde doch nach anfänglich ein paar Fragen, wurde doch relativ gut eingestiegen in die Themen. Und das war auch so mein Eindruck, dass sich das praktisch über den Tag verbessert und verfestigt hat und die Stimmung dann letztendlich auch immer besser wurde. Es waren natürlich nachher auch noch so 1, 2, das ist auch gut so, gesagt haben, boah, war das genug heute, können wir da weitermachen. Aber in Summe war es positiv und ich habe das sehr, sehr gut wahrgenommen. Was ist Transformation? Wie kann agile Zusammenarbeit gestaltet werden? Und was bringt Agilität eigentlich für wen? Diese und viele weitere spannende Fragen stellen wir uns nicht nur in diesem Podcast. Viele Antworten und konkrete Lösungsvorschläge findest du in unserem Buch Living Transformation. Die Living Transformation ist ein Ansatz für Organisationen, Coaches, Berater und Macher, um einen kontinuierlichen Veränderungsprozess aufzusetzen. Weitere Informationen und den Link zum Buch findest du unter living-transformation.com. und in den Shownotes. Ihr habt ja bewusst die Entscheidung gefällt,
mit dem Living Transformation Ansatz zu fahren. Ihr habt ja vorher andere Ansätze gehabt. Was hat euch dazu bewogen? Was waren Gründe dafür? Wie ist diese Entscheidung auch angekommen? Stehst du dahinter? Wir haben ja die Aussagen getroffen, dass wir in der agilen Arbeitswelt leben wollen, dass wir das noch weiterentwickeln wollen. Und insofern unterstützt es eigentlich uns in dem Vorhaben, was wir haben. Und insbesondere, glaube ich, auch von der Kultur dieses Living Transformation, dass wir die Kolleginnen und Kollegen dabei haben, dass wir als Team das aus uns heraus machen und nicht von außen, sage ich mal, das aufgedrückt bekommen, sondern wir bekommen Hilfe und Anleitung, aber aus uns heraus das Thema leben und umsetzen. Was macht denn diesen Ansatz aus deiner Sicht so erfolgreich? Warum ist er bei euch erfolgreich? Ich glaube, das ist ähnlich, wie wir es sonst haben im agilen Arbeiten, dass wir auch hier in diesem Thema nicht versuchen, die eierlegende Wollmilchsau gleich auf dem Tisch zu konstruieren, sondern auf Sicht rangehen an das Thema. Nicht die ganze Transformation jetzt schon planen, sondern auch uns in Schritten weiterentwickeln. Ich glaube, dann auch da adaptieren und korrigieren kann. Ja, und dann kommt da auch was mal raus, glaube ich, was wir nachher umsetzen können. Dass wir nicht auf einem theoretischen, vollumfänglichen Level sind, sondern auch hier so einen MVP-Gedanken haben und sagen, okay, wir starten jetzt und erarbeiten das Stück für Stück. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Und so, sage ich mal, können auch die Kolleginnen und Kollegen, die da mitarbeiten wollen, die es ja wirklich auch on top machen sozusagen, also nicht auf ihre persönliche Arbeitszeit, aber dass wir diese Zeit, die wir freigestellt haben, dann auch wirklich einsetzen können. Und dann wissen wir auch, okay, die wollen auch alle, die Kolleginnen und Kollegen, die dabei sind. Und so wird sich aus uns heraus was entwickeln. Das ist für mich wichtig. Jetzt seht ihr die ersten Ergebnisse bereits. Ja, die Transformation läuft. Der Ansatz der Living Transformation ist umgesetzt oder ist im Laufen. Wenn du jetzt zurückblicken würdest, welche Tipps hättest du an einen Transformation Owner, wenn er neu startet? Was muss ein Transformation Owner mitbringen? Worauf sollte er achten? Was würdest du ihm sagen wollen? Lass dich drauf ein, ja, und sieh wirklich zu, dass das von den Leuten heraus selbst gestaltet wird. Und damit da wirklich auch der Geist rüberkommt, Achtung, wir entwickeln uns hier weiter. Und auch das, was wir eben besprochen haben, schiebe das nicht nur an und zieh dich dann raus, sondern bleib idealerweise drin in den Themen insgesamt, weil es einfach so ein wichtiges Projekt ist für dich selbst. Und versuchen, die Schlachtzahl einfach immer auf dem Level zu halten, dass es nicht wieder einschläft, dass sich Leute nicht irgendwie im Zweifel bestätigt fühlen, boah, jetzt ist wieder was angekündigt, ist wieder runtergegangen, wirklich das Level hochzuhalten. Ich glaube, das ist entscheidend für die Motivation, damit eben auch hinten was rauskommt. Aber diese letztendlich ja auch den Grundgedanken, Verantwortung zu delegieren in diesen Teams, muss auch in diesem Bereich möglich sein. Nicht nur für einen konkreten Use Case oder Produkt, sondern eben auch für die eigene Weiterentwicklung im Sinne von Transformation. Warum soll das da nicht funktionieren? Ich bin davon überzeugt, dass es sogar so am besten funktioniert. Das sind starke Worte, Knut, vielen Dank. Und ich denke, dass ein Transformation Owner aus diesem Podcast einiges mitnehmen kann. Wenn ihr noch Fragen habt zu der Rolle des Transformation Owners innerhalb der Living Transformation, schreibt uns gerne. Ansonsten vielen Dank, Knut, an der Stelle. Und ich wünsche euch viel Spaß bei deinem weiteren Weg der Living Transformation. Viel Erfolg und stay agile. Das war der Living Transformation Podcast. Der Podcast für agile und digitale Transformation. Wenn ihr Fragen oder Kommentare zu dieser Folge oder direkt an unseren Gast oder Gäste habt, nutzt gerne die Kommentarfunktion auf Apple Podcast, Spotify oder worüber ihr uns hört. Für all diejenigen unter euch, die noch mehr über das Thema Living Transformation herausfinden wollen, nutzt gerne unsere Website unter living-transformation.com. Hier findet ihr weitere spannende Informationen zu dem Ansatz sowie unserem Buch. Wenn ihr Themenwünsche für weitere Folgen habt oder selbst einmal mit uns rund um das Thema Transformation diskutieren wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@living-transformation.com. Darüber hinaus freuen wir uns über Bewertungen bei Apple Podcast, Spotify und Co. Bewertet uns und lasst uns ein Feedback da. Und damit ihr in Zukunft keine neue Folge verpasst, abonniert diesen Podcast.